So, sind wir hier bei Teil 2 angelangt und genauso wie bei Teil 1 werde ich hier auch wieder alle Fehler, die ich gemacht habe, natürlich nicht rausschneiden, euch zeigen, die mir so passiert sind. Mir ist auch wieder ein Lager rausgeflutscht und sowas, das seht ihr auch gleich am Anfang. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und lasst wieder mal ein Däumchen da und ein Abo und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So. Jetzt machen wir, denke ich mal, die Gangräder hier erstmal rauf. Sollen wir mal gucken. Hä? Was ist da denn? Da ist das Lager raus. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Das Lager flutscht echt raus. Alter Schwede, da muss echt das Ding drin sein. Na gut. Den drehen wir noch mal um. Verstehen tue ich das nicht. Ich hoffe, das passt auch nachher gleich. Verstehe nicht, warum der gleich schon so eine Welle macht. Dann machen wir erstmal den wieder fest hier. Sicher ist sicher. Bevor ich mir die nächste Kacke hier ins Haus hole. So, dann machen wir jetzt mal die Gangräder drauf. Natürlich das Größte zuerst. Sieht man auch, hier ist hier so eine flache Seite. Die kommt nach unten. Natürlich erst, wenn der ganze Ring und alles da drauf ist, aber das ist ja da vorher, denke ich mal, schon dann drauf, ne? So, noch ein bisschen festmachen hier. Zack, dann das nächste Rad drauf. Achso, da will ich euch nochmal was zeigen. Hier ist ja eine Zahl drauf. Hier bei mir mit der 42 fängt die jetzt bei mir an. Bei der 42 ist die Schaltklaue immer rund. Und bei einer 37 immer eckig. Also so habe ich das gelesen. Nur mal so als Information. Falls ihr auch mal eine Schaltklaue bestellen wollt und nicht wisst, was da los ist. Und die werden so aufgesetzt, dass man hier hat man ja eine Erhöhung. Und hier ist es flach. Die geht jetzt nach unten, zumindest hier bei dem Small Frame Motor bei der PK 50XL2. Das ist hier im Baujahr 91. So, dann habe ich den hier noch. So. Jetzt will ich vorher nochmal gucken, ob da irgendwie Dreck oder so, aber das sieht ganz gut aus. Dann kommt dieser Distanzring dazwischen. Das Spiel kann man auch messen. Ich hatte hier 0,15 5 mm Spiel gehabt, das passt so. So, jetzt kommt der Kollege hier noch auf. Wo habe ich die Zange hingelegt? Hier unter. So. Zack. So, das sieht gut aus. Und ich würde das auch immer so machen, dass diese Klammer genau hier zwischen so einer Rille ist und nicht hier irgendwo offen steht. Hier sieht man, hier ist der Gang raus. Kann man ja auch durchschalten. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ah, jetzt guck mal, jetzt sehe ich das auch. Jetzt sind wir gerade im zweiten. Hier ist Leerlauf. Jetzt sind wir gerade im zweiten dran. Müssen wir fast im Leerlauf drin sein, jetzt müssen wir im ersten drin sein, genau. Hier ist jetzt der erste. Jetzt bin ich im zweiten. Genau, die anderen drehen sich durch, die bleiben stehen. Habe ich, na. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt wieder im zweiten, ich will den dritten. Das ist natürlich alles neu, ne? So muss das ja funktionieren. Erster.
Leerlauf. Fast, würde ich jetzt mal so behaupten. Zweiter. Jetzt ist der dritte drin. Und jetzt müsste der vierte drin sein, eigentlich. Das ist aber echt schwierig, du. Jetzt ist der vierte drin. Ja. Scheint aber zu funktionieren. Gut. Haben wir das schon mal erledigt? Wie gesagt, für mich ist es auch das erste Mal. Muss ich auch erstmal gucken, wie das alles funktioniert. So, jetzt machen wir hier die Geschichte mit dem Kickerritzel sozusagen. Die Scheibe hier rein. Mit der Wölbung nach oben. Dann kommt der hier rein. Und dann kommt der hier rein. Wenn ich jetzt hier keinen Denkfehler gemacht habe. Oder habe ich einen gemacht? Eigentlich nicht, ne? Oder muss der zuerst rein? Bevor die Gangräder reinkommen. Das kann natürlich auch sein. Dann habe ich da einen Fehler gemacht. Ich dachte, das geht so rein. Das ist ja blöd, ne? Ja, dann machen wir das nochmal auf. Wieder was gelernt. Das ist aber nicht schwer. Wie gesagt, hier ist noch diese Scheibe drauf. Das machen wir mal so. Zack. Zack. Und dann zack. So. Jetzt muss der darauf. Machen wir die Scheibe hier rauf gleich. Das ist so richtig. Vorstellen, Alter. Gucken wir jetzt nochmal mit dem Kickerritzel, bevor ich jetzt hier noch irgendwas weitermache. So, dann leer. Kommt ja so da irgendwie rein, ne? So, die Gummis müssen da ja auch noch rein. Junge, 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 Junge. Der Hänger stimmt doch hier nicht. Wo ist denn hier der Denkfehler jetzt? Ich gucke mir erstmal nochmal was an. Irgendwie gefällt mir das noch gar nicht. So. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Ich habe die Gangräder jetzt nochmal abgemacht. Weil jetzt mache ich das erstmal. Mache ich jetzt erstmal den Kickstarter fertig. Der wird hier unten in diesem kleinen Loch, hier ist ein kleines Loch, eingehakt. Da ist er drinne. Und dann wird er hier rübergezogen. Aber bevor ich ihn jetzt komplett hier einrasten lasse, ich kann ihn ja gleich rüberdrücken, kommen hier nochmal die Anschlaggummis rein. Die habe ich auch am Start. Gucken, wie lange die halten. Keine Ahnung. Die sollen wohl schnell kaputt gehen. Sind jetzt noch weich. Jo. So, was mache ich denn hier rauf? Wo ist denn der alte? Wo habe ich den denn hingepackt? Ich auch gerne noch mal sehen. Habe mir doch voll ins Gesicht reingeballert. Und der ist sogar einen Ticken breiter, der alte. Ich verstehe nicht, warum. Ja gut, der hat hier auch schon einen kleinen Riss drinne. Aber trotzdem ärgert mich sowas, dass man dann so billigen Scheiß hier anbietet. Und das Set war nicht billig. Das Set hat 100 € gekostet. Das geht aber gut rein da, du. Nicht. Ein bisschen WD-40 hier raufsprühen. Und hier auf der anderen Seite hat man ja die Variante hier mit dieser Wölbung, bei dem Motor zumindest jetzt hier. Da müsste man nicht mal kurz gucken, wo schlägt der hier gegen. Ah, hier unten. Also muss der so rein. Ich verstehe aber auch nicht, warum man nicht komplett die Kante nimmt bis oben hin. Bricht auch schnell kaputt. So, schön reindrücken, dass das schön bündig ist. Weil ihr müsst ja nachher auch noch die beiden Motorhelfen zusammenballern, ne? Das sieht aber gut aus. Die andere Seite sieht noch nicht so gut aus. Oh. So, Leute. Sodi, Sodi, Modi. Ja, so sieht das jetzt hier aus.
Ich hatte jetzt hier vorher auch noch, bin ich nochmal über diese ganzen Kanten gegangen mit so einem Schleifvlies. Hier auch. Das wird jetzt nochmal ein bisschen sauber gemacht mit Bremsenreiniger. Hier auch. Alles gereinigt, dass es schön fettfrei nachher ist, wenn da die Dichtung drauf kommt. Jetzt versuche ich hier gleich mal die Kurbelwelle reinzusetzen. Das wird natürlich nochmal erhitzt. Hier in der Mitte. Die Kurbelwelle werde ich dann nochmal schön kalt machen mit diesem Eisspray, diesem Kälteschockspray. Und hier werde ich nachher auch nochmal Kälteschockspray drauf machen, weil das die Seite ist, die hier eingeführt wird. Gut, Knut. Dann machen wir das hier mal warm und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ne? Ja, nochmal ein bisschen sauber machen. Sind überall noch kleine Späne, Dreck drinne. Das will man ja nicht im Motor haben. Nee, das möchte ich nicht im Motor haben. Also einmal Tuch nehmen hier. Schon voll sprühen das Ding. Dann alles nochmal schön sauber machen und gleich puste ich den sowieso noch mal aus. Hier habe ich auch schon Fett reingemacht und auch noch mal gucken, ob da irgendwelche Dichtungsreste noch dran sind von dem Vorgänger, wie auch immer, oder vom letzten Mal halt. Hier ist auch noch was dran, das will ich auch mal. Hier ist alles noch voll. Das muss ich alles noch mal ein bisschen abholen jetzt hier. Oh. Sauber, 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 zauber, zauber, zauber. Also das Längste ist echt das ganze Reinigen von diesem ganzen Motor und das sauber zu bekommen. Also es ist auch das Wichtigste mit, würde ich mal so behaupten, dass alles schön sauber ist, kein Dreck, wo es schon wieder aussieht hier auf dem Tisch wie Dresden 45. Aber man will ja auch diesen ganzen Kram nicht im Motor haben, ne? Das muss alles schon schön sauber sein. Natürlich ist es der Vorteil, wenn man das Ding einmal Glasperlenstrahlen würde, den ganzen Motor, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, ne? Dann ist das Ding einmal blitzeblanko sauber. Wollte ich ja auch erst machen, aber dann habe ich angefangen sauber zu machen und ich finde, das reicht auch aus. Das wollen ja auch mal die Kirche vielleicht ein bisschen im Dorf lassen. Und wir machen ja hier kein Show- und Shine-Fahrzeug, denke ich mal. So, ich habe jetzt nochmal die komplette Motorhälfte gereinigt mit Bremsenreiniger, mit Luftdruck durchgeblasen und dann war natürlich wieder die Kamera aus. Danach muss ich ja die komplette Seite einmal erhitzen und dafür muss ich dann nochmal die Lima lösen. Das geht jetzt auch so weiter. Ja, genau, bevor wir das jetzt aber machen, werde ich jetzt einmal die Lima, sag ich jetzt mal, die Lichtmaschine hier und den Kollegen, der halt für den Zündfunken hier zuständig ist, einmal lösen, weil wenn ich da jetzt die ganze Hitze durchballer, dann ist das glaube ich nicht so gut. Da ist ja auch noch ein Simmerring drinne oder war drinne, den habe ich ja schon rausgenommen. Der musste auch noch rein. Und dann habe ich noch einen Simmerring nachher übrig, der ist nachher auf der Bremsankerplatte. Der ist ja noch festgeschraubt, den habe ich ja noch drin gelassen. So als Sicherung, dass mir das Lager dann nicht wieder verschwindet. So, jetzt kann ich das hier ein bisschen umklappen hier. Aber kann dann jetzt schon mal Hitze hier reinbringen, ein bisschen. Genau. Jetzt werde ich hier mal ein bisschen Hitze reinbringen. Ich hoffe, ich kriege das gleich so rauf. Aber ich glaube, ich werde mir noch mal eine Unterlage bauen. Das ist besser. Und nehmen wir den Kollegen einmal runter hier vom Tisch. Den Holzklotz. Und hier auch. Dann so. Passt noch nicht ganz. Da muss man nämlich aufpassen, das macht man sich nachher den Baum kaputt. Das muss ja nicht sein, ne? Oder die Nebenwelle, wie auch immer. So. Jetzt sitzt das einigermaßen gut. Jetzt können wir das hier vorsichtig umklappen. Wir müssen aufpassen mit den ganzen Kabeln. Also die Stelle, die ich hier mit Kalkkleber gemacht habe, die habe ich hier einmal glatt geschliffen. Ist auch richtig gut geworden und mit dem Dremel noch ein bisschen bearbeitet. Ja, genau, also ich habe das einmal glatt geschliffen hier. Stand ja ein bisschen über. Dann habe ich ja die beiden Motorhelfen das einmal zusammengeklappt. Und dann habe ich ja gemerkt, dass hier noch offen war. Und dann habe ich ja gedacht, ach, da war ja noch was. Und da ist ja dieser Metallkleber, Metallkleber. Genau, den habe ich dann auch nochmal abgeschliffen gehabt. Das habe ich aber alles ohne Kamera. Genau. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Hitze hier. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil hier drinne so eine Art Plastik drinne ist. Das soll ja nicht schmelzen, ne? Wir machen es vorsichtig ein bisschen warm. So, das lassen wir erstmal einmal kurz so. Jetzt haben wir da mal unser Kälteschockspray hier. Den kommt ja gleich so rein.
Können wir jetzt hier. Oh, der kriegt das ab da und fängt an zu brennen hier, wa? Dann drehen wir das einmal um. So ist gut. Jetzt nehmen wir die Seite hier. Oha! Die Seite ist wohl doch ein bisschen schwieriger. Da hat er wohl der Onkel jetzt recht gehabt. Dann versuche ich jetzt nochmal ein bisschen Eisspray hier reinzumachen. Und dann kriegt er nochmal zwei, drei kleine Schläge auf den Kopf da oben. Holzen, Holzen, Holz. Oha. Das funktioniert ja richtig gut. Nicht. Och Leute, ey. Es ist so schwer, die Kurve da reinzudrücken. So, also, nochmal mit Gummi rauszuhauen. Das geht, keine Ahnung. Ist nicht kalt genug. Das muss noch ein bisschen kälter gemacht werden und das andere ein bisschen heißer. Tja, dann ist das halt so, ne? Mann, Alter, wieso hält denn die Scheiße hier nicht? So, jetzt mache ich das Ding nochmal in den Gefrierschrank rein hier, wollte ich schon sagen. In die Box hier. Das ist doch richtig rum, oder nicht? Habe ich gerade einen Denkfehler. Das ist die 20er Seite hier. Ja, 20. Und das hier sind auch 20, ne? Ja, richtig. Dann müssen wir wohl noch mal ein bisschen warm machen. Schnell, schnell, schnell. Weiter rein, ey. Geht nicht weiter rein. Jetzt hat er ihn. Gut. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Und ich mache jetzt kurz eine kleine Pause. Dann geht es dann auch gleich weiter. Jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt nochmal die Schrauben rausgesucht, die für die Zündgrundplatte hier sind. Ich hatte nämlich nur drei Stück gehabt und in dem Set sind auch welche dabei, aber nicht die Unterlegscheiben. Da muss ich die alten nehmen und mir hat ja eine gefehlt. Jetzt habe ich noch eine andere genommen. Ich weiß nicht, ob die passt, aber wir mal gucken. Jetzt nehme ich den Simmerring hier. Den Simmerring. Der muss ja hier rein. Da habe ich schon ein bisschen Fett dran gemacht. Und hier nehme ich dann eine 22er Langnuss. Passt hier richtig gut drauf. Die geht hier rüber. Die muss da jetzt rein. Aber man muss dabei aufpassen. Die darf nicht zu tief rein, sonst schleift das nachher im Lager drin und dann geht der ganze Simmerring kaputt. Jetzt mache ich hier nochmal ein bisschen Fett dran. Jetzt gehen wir hier vorsichtig schon mal rüber. Drücken den schon mal in Position. Oh. Das war schon zu doll fast. Jetzt muss ich, guck mal, jetzt bin ich schon schräge drauf ein bisschen. Das muss ich echt ein bisschen aufpassen. Mal wieder gucken, dass er bündig ist, ja? Das sieht schon ganz gut aus. Hier sieht er, hier links muss er noch ein bisschen. Ah, das war schon fast ein bisschen zu tief. Ist aber noch im Rahmen. So, das sieht aber gut aus. Man darf halt einfach nicht zu tief rein. So, das ist jetzt fertig. Dann nehmen wir hier noch mal ein bisschen Bremsenreiniger. Gehe jetzt hier vorne noch mal ein bisschen frei. Mach das noch mal ein bisschen sauber. Hätte man auch vorher machen können, ja. Habe ich aber nicht. So, dann gehe ich hier mit meiner Kunststoffbürste wieder bei. Ist ein bisschen sauber hier noch. Das soll hier auch kein Tutorial werden. Das ist einfach nur so, wie ich das jetzt gemacht habe. Und fertig ist der Lachs. Ne?
Man kann sich das angucken, kann da vielleicht was draus lernen. Ich weiß das nicht. Da gibt es bestimmt bessere Videos, aber vielleicht sieht man hier auch Sachen, die man bei den anderen Kanälen halt nicht sieht, ne? Jetzt muss ich nachher auch mal gucken, wie man die Zündung hier einstellt. Hier ist ja so eine Markierung. Hier ist so eine Grundeinstellung. Die ist natürlich für die PK50. Jetzt habe ich ja, naja, wie gesagt, einen größeren drinne. 121 Kubik. Sieht das schon wieder anders aus. Jetzt nehme ich auch mal ein bisschen Luftdruck. Das ist blitzeblanko sauber. So, jetzt kann ich die hier wieder raufsetzen. Hier rüber. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Ach, warte. Da, hier ist die Markierung. Hier ist die Grundeinstellung. Ich weiß gar nicht, wofür die Markierung denn hier hinten ist. Das weiß ich gar nicht. Das ist ja merkwürdig, ne? Frage ist jetzt, auf was stelle ich die jetzt ein, ne? So, Leute, Kamera ist natürlich wieder ausgegangen, Batterie leer, Akku leer, meine ich. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das hier aussieht. Ich habe die jetzt erstmal grundeingestellt. Denke ich mal, dass das richtig ist. Kann man jetzt sehen, ja, da. Jetzt ziehe ich die nochmal fest hier. So ein bisschen. Über Kreuz. Grundsätzlich immer alles über Kreuz anziehen. Nachher auch, wenn ich den Motor zusammensetze, alle Schrauben über Kreuz anziehen. So, dann werde ich hier nachher da erstmal Dichtmasse nachher rauf machen. Vorher nochmal mit Bremsenreiniger rüber oder mit Silikonentferner sogar. Silikonentferner ist sogar ein bisschen besser, würde ich sagen. Das mache ich auf der anderen Motorhälfte natürlich auch. Die lege ich erstmal gleich zur Seite und dann versuche ich das zusammenzusetzen. Also ich verheirate sozusagen die Motorhälften. Ich hoffe, das funktioniert alles. Da drüben steht die andere Seite. So sieht das jetzt aus. Ja, was mich ein bisschen nervt ist, ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier auf dem Video. Wenn der Fokus mal passen würde, dass er hier vorne ein bisschen übersteht. Ich kriege den nicht. Ich kriege den nicht runter. Keine Ahnung warum. Aber ich denke mal, das wird schon dicht sein. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann habe ich jo, ein kleines Problemchen, ne? Aber das sieht alles schon ganz gut aus. Wie gesagt, das wird jetzt auch nochmal sauber gemacht und dann kommt da die Dichtmasse rauf und dann wird das verheiratet. Das mache ich aber gleich oben auf den Tisch wieder und dann stecke ich euch wieder ins Stativ rein. So, jetzt nehme ich hier, habe ich hier ein bisschen Silikonentferner genommen. Die ganzen Kanten hier nochmal zu entfetten. So, die Seite schon mal fertig. Die Kupplung, die mache ich nachher zum Schluss. Die muss ja auch noch gebracht werden. Jetzt nehme ich hier schon mal die Dichtung hier raus. So, und der kommt nachher so rum rauf, oder was? So kommt er rauf, ja. Okidoki. Jetzt haben wir die Dichtung hier, die Dichtmasse. Gucken wir mal, wie das funktioniert hiermit. Dann machen wir den einmal auf, ganz frisch. Zack. Red, die ist rot, die, das ist Deco HT. Das machen wir hier einmal rauf. Nehme ich eine Schere oder ich nehme ein Cuttermesser. Ah, ich glaube, ich nehme die Schere. Liegt der schon bereit? Ah, nee, weil, oh, hier, doch, das ist das Werkzeug, du. Knipse ich erstmal hier vorne die erste Reihe ab. Jetzt habe ich hier ein schönes kleines Löchlein. Gucken wir mal, was dabei rumkommt gleich, ne? Dann kann man mal gucken hier. Dass man hier eine dünne Naht entzimmert. Also ich will da jetzt nicht so viel drauf machen. Das ist ja eigentlich nur zusätzlich, wenn man so will. Weil verschmieren tue ich das gleich sowieso noch ein bisschen mit dem Finger. Das sollte eigentlich auch reichen. Das machen wir auf der anderen Motorhälfte nachher auch gleich so. So. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt auch noch was, aber ich glaube nicht. Nee. Da mache ich nichts mehr drauf. So, das legen wir erstmal zur Seite. Mach erstmal wieder. Achso, nee, das können wir auch erstmal so lassen. Ist aber egal. Jetzt nehme ich meinen Finger und verstreiche das alles so ein bisschen. Zack. Aber wie gesagt, nicht zu viel darauf machen. Sonst quillt das alles im Motor rein. Gut, da wird wahrscheinlich nicht so schnell was passieren. Weil du hier auch kein Öl hast, was hier irgendwie angesaugt wird, wie beim Auto oder so. Da könnte man sich nämlich ruckzuck das Ölsieb dicht mitmachen.
So, ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Jetzt gehe ich nochmal einmal kurz die Finger hier ein bisschen sauber machen nochmal. Jetzt können wir hier einmal die Kante von innen nochmal ein bisschen abwischen. Gerade hier im Verbrennungsbereich. Die Kurbelwelle ist und sowas. Da brauche ich das jetzt nicht unbedingt. So, es sieht aber ganz gut aus. Jetzt nehmen wir die Dichtung. Legen die hier schon rüber. Einmal durchführen über die Stehbolzen hier noch. Und hier hinten über die Verbindung. Oh, das ist aber eng hier doch. Passt ja richtig gut. Alter, was ist das denn? Das ist schlecht. Muss ich ja sagen. Ist das Loch so klein? Oder was heißt so klein, so eng? So, ich schieb mir die jetzt so hin, wie ich das denke. Aber das ist ja richtig eng hier. Die reißt ja da ein hier. Na, ja, nicht ganz, aber das ist schon eine ganz knappe Geschichte hier. Zumindest bei meinem Motor jetzt hier. Aber das frage ich mich jetzt hier auch gerade. Das Ding hätte ich gar nicht einschmieren brauchen, oder was? Das ist ja ein bisschen ärgerlich, ne? Dann machen wir das ab. So, jetzt nehmen wir die andere Motorhälfte. Da habe ich auch ein bisschen Bammel jetzt gerade vor. Ehrlich gesagt. So, jetzt gehe ich hier auch nochmal über die ganzen Kanten rüber. Silikonentferner. Das ist besser wie Bremsenreiniger, das Zeug. So, jetzt geht's gleich los mit der Hochzeit. Bevor ich das jetzt aber mache, werde ich hier Eisspray ranballern. Und hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, andere Motorhälfte davon. Da werde ich nochmal mit dem Heißluftföhn von außen rangehen, damit das Lager sich ein bisschen spreizt. Und an der Kurbelwelle werde ich das genauso machen mit dem Eisspray. Und dann setzen wir das Teil rauf, vorsichtig. So, ich mache schon mal ein bisschen Eisspray ran, dann kann das schon mal ein bisschen abkühlen. Dichtung sitzt, alles wunderbar. Kann das schon mal ein bisschen abkühlen. Was machen wir den nochmal warm hier? Obwohl der eigentlich so flutschen müsste, aber ich mache das sicherheitshalber einfach nochmal ein bisschen warm. Und die Welle, der Tannenbaum, den mache ich jetzt auch nochmal ein bisschen kalt. Kann ich eigentlich jetzt einmal vorsichtig versuchen. Ob das unbedingt sein muss mit dem Eisspray, weiß ich nicht. Ich mach's einfach. So, jetzt natürlich aufpassen, dass die Kurbelwelle vernünftig hier sitzt. Aber ich sehe hier gerade noch, oh Mann, hier ist noch ein bisschen Dichtungsmasse dran. Muss ja nicht sein. So, los geht's. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Ich hoffe, das funktioniert so. Ganz vorsichtig. Jetzt müssen wir gucken mit den Zahnrädern, glaube ich, noch mal ein bisschen. Krieg ich den jetzt hier gedreht? Kann nämlich noch das Problemchen sein. Ist da jetzt ein Gang drin oder nicht? Jetzt dreht sich das auch hier alles.
Ja, nochmal zurück. Also ich drehe jetzt an der Primär so ein bisschen. Das hier hinten sieht ganz gut aus. Das muss ich nur noch hier vorne sich nochmal finden. Das wird wahrscheinlich die Kurbelwelle sein, obwohl ist schon da fast ganz alleine drin jetzt, ne? Ich brauche ja nochmal einen Schlag von hier oben. Ich weiß es nicht genau. Kurbelwelle ist noch nicht ganz drin, oder? Oder doch? Ich kann den hier nochmal drehen gleich. Das sieht aber schon ganz gut aus. Kurbelwelle dreht sich gut. Ist schon mal gut. Gut, ich habe natürlich noch nichts festgezogen, aber hier vorne sieht das schon mal ganz gut aus. Aber hier hinten noch nicht. Warte ihn jetzt. Das sieht gut aus. Lässt sich gut drehen gerade noch. Gerade noch. Ja. So, jetzt nehme ich die Schrauben gleich und fange an, die Schrauben reinzudrehen. Wir brauchen für die Schrauben, das sind insgesamt 11 Schrauben und 2 Muttern, weil man hat ja noch Stehbolzen, also insgesamt 13, ja. Von der Seite verschraubt und von der anderen Seite verschraubt. Ich habe jetzt die Lima nochmal gelöst gehabt, weil hier unter sind auch noch Muttern, wo man nachher sonst nicht rankommt, ja. Und dann habe ich die alle jetzt über Kreuz angezogen, da steht 13 bis 15 Newton. Ich habe die jetzt mit 13 angezogen, habe dann nochmal alles nachkontrolliert und dann zieht man die sowieso nochmal ein bisschen nach. Und dann kommt man vielleicht auf 14 Newton oder so. Keine Ahnung, so in dem Dreh, denke ich mal. Aber alles immer schön überkreuzt. Hier ein bisschen, dann wieder auf der anderen Seite. Hier, hier unten. Überall Stück für Stück. Genau. Jetzt kann ich die Zündung eigentlich wieder fixieren hier. Normalerweise. Genau. Ich werde jetzt wieder diese Grundeinstellung da machen, wie sie vorher auch war. Die muss ja sowieso nochmal abgeblitzt werden, denn das muss ich auch nochmal gucken, wie ich das am besten mache. Dann wisst ihr da schon mal Bescheid. Ich habe es nämlich jetzt alles schnell festgezogen, weil die Dichtmasse ja auch irgendwann aushärtet. Man will ja auch mal ein bisschen fertig werden. So, jetzt müsste ich eigentlich jetzt gleich, kann ich das Teil erstmal wieder runternehmen und dann mit der Kupplung weitermachen. Das würde ich aber ein separates Video machen, wie ich die Kupplung mache. Wie ich sie hier einbaue, das zeige ich euch, aber das mache ich dann ein separates Video für die Kupplung. So, Leute. Kupplung ist hier. Kupplungspaket. Kupplungskorb. Ja, das ist das Kupplungspaket, das ist der Kupplungskorb, die Variomatik, sag ich jetzt mal. Jetzt müssen wir hier oben einen Keil reinsetzen. Den dürfen wir nicht vergessen. Ich habe den jetzt so hingedreht, dass das Keil hier oben ist. Nicht nach unten. So, jetzt haben wir hier 3 Keile. Einmal hier ein Keil, da ein Keil und nachher bei der Lima-Seite noch ein Keil. Jetzt mal kurz gucken, welcher jetzt hier ist. Kommt welcher hin? Die glatte Kante, die geht jetzt hier rein und die runde Kante, die geht jetzt hier rein. Ich habe den jetzt mich schon reingelegt hier. In der Hoffnung, dass es gleich so funktioniert. Da geht der 1A rein, aber hier... Ich brauche da noch einen kleinen Hauer. Einen kleinen Howie. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich hoffe, man sieht das hier. Ich habe mir jetzt ein bisschen schräge gemacht, in der Hoffnung, dass er gleich so reinrutscht. Also der ist jetzt so. Damit er hier vorne an der Kante reinrutscht. Wenn das funktioniert, das weiß ich natürlich nicht. Oh, drin ist er da schon, aber ob er das will, weiß ich nicht. Doch, der ist da drin.
Gibst du mal einen Gummihammer. Drehen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Ich glaube aber nicht. Oder? Reicht das schon? Na gut, der Rest macht das Gewinde, ne? Keil ist auf jeden Fall drinne. Keil ist am Montag jetzt da drinne, der Keil. Wo ist denn die Primär überhaupt? Da muss ich auch noch mal gucken. Die muss ja auch noch vorher rein. Ha! Das Rätsel. Jetzt kriegen wir das nachher auch nicht mehr hin. Ne? Ach, Mann, Leute. Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Den kann ich mir jetzt hier hindrehen. Das mache ich einmal kurz ohne Keil. Um zu gucken. Das sieht eigentlich ganz gut aus von der Höhe. Ob das so passt, weiß ich noch nicht so genau. Wenn ich den jetzt umdrehe, passt der natürlich auch. Das ist nur die Frage, wie rum gehört der, so rum oder nicht so rum, ne? Von der Höhe sieht das ganz gut aus. Jetzt gucken wir nochmal die andere Seite. Man muss echt auf 1000 Sachen achten. Gucken wir die Seite nochmal nach. Das ist natürlich auch, ja gut, die ist vielleicht ein bisschen höher hier, aber jetzt frage ich mich, gehört das so, dass man die Zähne so von oben sieht oder so abgeflacht nach unten? So, Leute, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, bei dem Korb, ne? So, jetzt habe ich mich erstmal schlau gemacht hier oben wegen dem Dings hier, wegen dem Ritzel hier. Das muss natürlich auch vorher rein, bevor der Korb hier, oder? Muss das vorher rein? Oh, ich glaube schon. Das könnte sonst stören, glaube ich. Ja, genau. Das habe ich vorher reingemacht mit dem Keil. Muss halt gucken, wie rum das ist. Bei mir ist es jetzt so, mit einem dickeren Abstand nach unten, damit die nicht irgendwo aufliegt, das Zahnrad. Genau. Jetzt nehme ich hier mein Sicherungsblech. Jetzt muss ich mal gucken, ist das das Richtige? Nee, ist das Falsche? So. Mit der Wölbung nach oben, damit ich nachher die Kante auch noch umlegen kann. So, ich dachte eigentlich, ich habe die Mutter neu, habe ich aber nicht. Muss ich die alte nehmen. Ziehe ich jetzt fest. Ich denke mal gucken, wie viel Newton die kriegt. Mutterkupplung, 40 bis 45 Newton. Da machen wir 40. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Wunderbar. Jetzt muss ich dann mal gucken, wie ich das am besten stoppe. Kann ich hier irgendwas zwischenlegen? Ja, könnte ich. Will ich aber eigentlich nicht. Wie mache ich das denn am besten? Ich könnte jetzt auch mit einem Schlagschrauber festziehen, aber das ist auch blöd. Kann ich hier irgendwas zwischen machen, dass sich das hier ein bisschen einkeilt? Ja, geht. Ist natürlich erst mit Vorsicht zu genießen, was ich jetzt hier gerade mache. Das ist natürlich nicht so schön, da gibt es bestimmt einen Stopper für. Oh, das waren 40, das reicht mir auch. So. Ist alles noch heile, nichts kaputt gebrochen. Wunderbar. Jetzt nehmen wir hier die Kante, hauen die hier hoch. Dann nehmen wir erstmal einen Schlitzschraubendreher. Deshalb auch die gewölbte Seite nach oben, ne? Also das muss ja schon so irgendwie, sonst kriegst du es ja gar nicht hoch. So, jetzt haben wir die Kante einmal umgelegt. Jetzt kann sich die Schraube nicht mehr lösen, man könnte es auch auf zwei Seiten machen, aber ich glaube, das reicht. So, jetzt kommt der Kollege hier. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit der Kupplung. Der liegt ja ganz gut drinne. Ist echt nicht so einfach. Ja, das heißt echt nicht so einfach, aber so, jetzt drehe ich mir den so hin, dass ich auf den Keil komme. Guck, jetzt habe ich den Arm ein bisschen bewegt hier und schon ist er reingefallen. Jetzt nehme ich den hier, die Sicherungsscheibe hier. Die wird genauso reingelegt wie hier vorne.
Hier ist aber trotzdem eine neue Mutter. Die kommt jetzt hier rauf. Aber irgendwie. Nee. Nee, die gehört da nicht rauf. Die passt da nicht rauf. Und die hat einen anderen Durchmesser. Was haben die mir denn hier geschickt? Damit kannst du echt arbeiten. Nicht. Aber ist eigentlich Edelstahl, oder? Nö. Schöne Schraube. Kannst du dir in A-Loch schieben. Dann müssen wir auch da die alte nehmen. Das ist doch total blöd. Oh, das schicke ich wieder zurück. Da habe ich keinen Bock drauf, auf die Kinderkacke hier. Bisschen Angst habe ich ja, ne? Ich gucke erstmal nochmal, wie viel ich da überhaupt drauf machen soll. Wird wahrscheinlich genau das gleiche sein, oder? Mutter Primärrad 50 bis 55. Da habe ich auch gerade mal 40. Das sind 50. Ich versuch's mal, mein Glück, ne? Oh, das ist auch. Oder ist das 16 jetzt hier? Meine Güte nochmal, die ganzen Größen gehen mir auch richtig auf den Sack. Sind wir 16? Ja. Ne, ist 17. Ist hier auch 17. Oh. Man denkt immer, 50 Newton ist doch nicht viel, aber das ist doch ganz schön heftig. Oh. Oh. Das reicht auch, glaube ich, Herr Wachtmeister. Jetzt muss ich gucken, dass ich das von hier hinten irgendwie hochgebogen kriege. Im Schraubendreher. Ist auch blöd, da verkeilt man sich ja gleich den ganzen Korb hier. Ja, ein bisschen hochgebogen kriegt man das ja, man muss echt aufpassen jetzt. Ah doch, jetzt geht das. Aber sehr gut. So. Ich zeige euch das nochmal. So sieht es jetzt aus da drinnen. Da unten ist die Kante. Da sieht man das nicht. Da unten ist die Kante, die ich umgelegt habe. Sieht man ja. Und hier oben ist das hier vorne. Na, da sieht man die Kante umgelegt. So, jetzt werde ich hier nochmal sauber machen, die ganzen Ecken, Kanten. Und dann kann der Deckel fast drauf. Aber hier, nee, gar nicht wahr. Hier oben kommt ja noch was rein. Ne? Das habe ich gerade fast vergessen. Da kommt noch die Andruckplatte rein. Da habe ich die, ja, auch eine neue. Die setzen wir jetzt erstmal wieder rein. Wunderbar. So, hier ist die alte Andruckplatte. Und hier ist die neue. Jetzt muss ich einmal diesen Draht hier einfädeln. Aber wenn ich mir das angucke, dann nehme ich lieber den Draht hier. Der ist voll dünn hier. Oder täuscht das? Ja, es täuscht. Optische Täuschung, ne? So, der ist jetzt so da drin, ne? Zack und zack. Und dann so da durch. Alter Schwede, da ist ja richtiger Druck drauf. Hä? Wie haben sie die denn da reingenudelt? Die wirkt doch viel kleiner hier, die ganze Geschichte. Das ist doch viel kleiner. Ich nehme die hier raus. Das ist ja echter Müll. Schicke ich auch wieder zurück. Na, langsam kriegst du ja echt dicke Eier hier mit den ganzen Sachen. Was ist denn das? Was kann doch nicht sein, oder bin ich jetzt blöd? Ich mach das jetzt mal so. Hier rein. Zack. Das passt doch niemals. Schicke ich wieder zurück. Schrott kann die wieder haben. Verstehe ich, wie man so viel Müll verkaufen kann. Jetzt nehme ich den, dann muss man mal kurz gucken. Das ist einmal ein großes Loch, einmal ein kleines Loch. Das große Loch, da kommt der hier rein. Aber wir machen natürlich vorher hier die Geschichte hier. Und jetzt passt das hier 1A rein. Das müsste ja eigentlich auch so sein. Ich kann das nochmal ausprobieren für euch, wenn ihr wollt, aber probieren das gerne nochmal aus. So. Erstmal die kleine Seite, wie gesagt.
Komme ich gar nicht hin. Das passt niemals. Keine Chance. Einfach nur Schrott. Und ich glaube nicht, dass ich das falsch bestellt habe. So, was ist der da drinne? Die Seite ist auch die Andruckplatte, die Andruckseite, die hier da oben drauf drückt. Jetzt müssen wir den hier einmal hier so rein. Also ich mache jetzt nur noch den hier rüber. Und dann müsste das eigentlich auch passen. Aber hier wird der Pilz raufdrücken nachher, ne? Ich denke schon. Wenn er hier raufdrückt, dann drückt er die ganze Kupplung nach unten. Und dann ist das frei. So, wenn wir das jetzt gleich zu haben, oh, dann sind wir, haben wir gar nicht mehr so viel. Zylinderbolzen, ja, genau, die Bolzen, die Stehbolzen für den Zylinder. Und dann kommt nachher noch das Polrad raus. Und dann war es das eigentlich. Und Öl natürlich nachher noch reinmachen, ne? Triebeöl. So, ich mache erstmal kurz Pause wieder. So, Leute. Schnell, schnell. Meine Akkus sind fast alle leer. Ich habe jetzt hier nochmal Dichtmasse drauf gemacht. Da kommt auch die Dichtung jetzt drauf. Hier ist auch Dichtmasse drauf. Da wird es verschraubt. Hier sind kurze Schrauben, da sind kurze Schrauben, sind längere Schrauben. Ich glaube, mit 9 Newton werden die angezogen. Mit 9 Newton, glaube ich. Kupplung. Schraube, Kupplungsdeckel 9 bis 10 Newton. Das mache ich jetzt erstmal noch fertig. Und dann gucken wir gleich mal. Ich muss ein bisschen aufladen hier. So, Leute, so sieht es jetzt aus. Der Deckel ist festgezogen. Ist dicht. Dann habe ich noch die Ankerplatte drauf gemacht. Hier Simmerring, der dahinter ist. Den habe ich jetzt erstmal gelassen. Kann ich zur Not immer noch tauschen. Das war mir erstmal egal. Ja. Vielleicht ist auch ein Fehler, keine Ahnung. Aber eigentlich müsste man den tauschen. Ich habe ihn jetzt nicht getauscht, weil ich einfach erstmal nur testen will, ob die Kiste läuft. Natürlich alles abgedichtet, vernünftig. Die mit Newton angezogen, wie gesagt. Ich verlinke euch die Seite da, wo ich die ganzen Newton her habe. Das Polrad, das habe ich auch. Oh, ich muss einmal lösen. 17er Schlüssel, wo ist er? Schon wieder. Ich muss hier unbedingt aufräumen jetzt gleich, sonst werde ich hier noch ein bisschen wild, werde ich hier wild. Oh. Polrad ist auch drauf, habe ich auch erstmal festgemacht mit einem Keil. Ist genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Eigentlich ganz einfach. Jetzt werde ich die Stehbolzen hier einmal befestigen. Da brauche ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Ja, die werde ich einmal befestigen. Und danach, denke ich mal, wenn es nachher losgeht, mit einem Zylinder raufsetzen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon 100 Mal gesehen. Eventuell packe ich euch dann da aufs Stativ. Muss ich mal schauen, ob ich das jetzt hinkriege. Mein Akku schon wieder leer hier. Heute ist der Akku aber auch volle Pulle hier. Du. Wunderbar. So, ich mache jetzt mal weiter. Peace, Leute. So, das war Teil 2 vom Motorzusammenbau. Und ein paar Tipps und Tricks und Fehler, die da halt wieder entstanden sind. Wie gesagt, das Video ist extrem lang geworden und ich habe die Fehler extra drin gelassen, damit ihr vielleicht da was draus lernen könnt, die Fehler vermeiden könnt. Genau, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und es wird auch noch weitere Teile geben. Ich habe jetzt den Motor auch schon zusammengebaut gehabt, soweit noch die Stehbolzen, den Zylinder. Das habe ich jetzt nicht mehr verfilmt gehabt. Da hatte ich dann nachher auch irgendwann die Geduld nicht mehr dazu gehabt. Die Akkus waren andauernd leer und so. Und ja, trotzdem wird es natürlich nochmal Teile geben. Und ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, den Kanal abonniert und vielleicht auch mal einen Kommentar reinschreibt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was man verbessern könnte und so weiter und so fort. Gut, das war's dann vom Teil 2. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei euren Projekten. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.